Guten Tag, Mahlzeit und hallo, hier ist der Silo und ich begrüße euch zu Assassin's Creed 3 und meinen Let's Plays dazu. Und ich freue mich total, auch wenn ich meine Assassin's Creed Revelations Reihe noch nicht fertig habe, werde ich trotzdem jetzt mit Assassin's Creed 3 anfangen. Schade ist, dass es halt schon viele Let's Plays dazu gibt, weil die Konsolenversionen ja schon viel früher rausgekommen sind, aber das ist mir egal. Auf dem PC soll es ja schöner und besser aussehen und generell bin ich ja auch PCler. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Let's Plays. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Anregungen, einfach her damit. Schreibt mir über YouTube oder halt über Facebook. Ich grüße auch hiermit jetzt alle meine Facebook-Freunde, die bis jetzt mich super unterstützen und auch schön mit mir schreiben immer, dass die Gespräche mit euch machen sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt wollen wir mal direkt ins Spiel. Einzelspieler. Und dann geht es ab hier. Neues Spiel beginnen. Nee. Desmond heiße ich ja nicht. Ich heiße Silo. Übrigens, nur mal für die Leute da draußen. Silo ist eigentlich mein Spitzname. Ich heiße eigentlich Silencer. Deswegen seht ihr auch ganz, ganz oft Silencer. Aber und Silo hat sich halt so als Spitzname rausgesetzt. Und weil ich halt bei YouTube oder bei Google halt so ein neues Konto aufmachen wollte und die meinen anderen Spitznamen nicht haben wollten, habe ich das halt so gemacht mit der 3 und so, ne? Ich hoffe, euch gefällt das. Silo. So, jetzt geht's ab. Bestätigen. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Mhm. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Ja. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Schöne Szene, sehr gut gemacht. Sehr gut gerettet. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Oh, das sieht so geil aus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren Hammer. Zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wow! Was ein geiles Intro. Hammer. Ich war total sprachlos. Das ist Hammer. Also vor allem auch die Story ganz kurz erklärt für alle Leute, die es halt ein bisschen verpasst haben oder so. Hammer. Richtig gut. Filmreif, kinoreif.
Wir sind da. Ja, da ist eine Höhle. Da kannst du reinkommen. Gehen wir. Gehen wir. Ah, das war der Erzähler von gerade. Sehr schön. Wow, also. Ich habe noch keine Let's Plays zu dem Spiel gesehen. Ich habe nur immer mir von irgendwelchen Leuten erzählen lassen. Boah, das ist das geilste Assassin's Creed. Und ich muss sagen, das Intro hat mich dermaßen geflasht. Also, es ist so geil erzählt. Wow. Gut. Dann gehen wir hier mal durch die Höhle. Grafik sieht auch sehr schön aus. Schön die Lichtspielereien. Ich habe aber Grafik noch gar nicht eingestellt. Ist mir gerade eingefallen. Gehen wir mal weiter. Mal ein bisschen laufen. Nee, kann er nur gehen. Ich hoffe, ich kann euch während meiner Let's Plays gut unterhalten. Und ich hoffe, wir haben Spaß. Ah, soll ich alleine dahin? Okay. Hätte da jemand an die Wand gekritzelt? Irgendwelche Punker oder so? No hope. Ich bin da rein. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Ja, der Edapfel kann ja einiges. Ja, der hätte die Tür auch ganz aufgehen können. Aber ein bisschen bewegen muss man sich ja immer. Oh, ein dunkler, mysteriöser Gang. Oh. Okay. Höhle. Oh, ich soll jetzt vorgehen, oder was? Ich glaube, wir sind da. Ab da runter. Oh, ob die anderen mit den Kisten da runterkommen? Diverse Symbole. Natürlich alles am Schimmern. Sonst wäre es ja nicht halb so dramatisch. Ich möchte laufen. Ja. Danke. Damit das hier ein bisschen schneller geht. Eine große Kammer. Futuristisch, aber doch alt. Ja, heb's auf! Geil! Jemand da liegen lassen. Woher die immer den Strom kriegen, frage ich mich. Wer soll das denn alles lesen? Wenn das überhaupt Symbole sind zum Lesen. Aber die waren ja auch gerade an der Wand. Sonst sind Strukturen und irgendwelche Strombahnen. Finde den Schlüssel. Wow. Das schon wieder. das war geil. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Ja. Ja.
Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Na, wunderbar. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt. Statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. So, und ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? Ja, das war eine weibliche Stimme. You're not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Jo. Okay. Updates ist immer gut. Was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Hauptsache, ihr patcht das hier nicht tot. Die andere Spielehersteller. Okay. Es wirkt etwas dynamischer als in den anderen Teilen. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Die hätten vielleicht im Vorfeld das machen müssen, ob man das Spiel schon mal gespielt hat und ob man jetzt sowas machen möchte mit Hochklettern und so. Weil es ist doch immer das Gleiche. Die Befehle sind die gleichen. Wenn man jetzt das Spiel oder jetzt das Spiel noch gar nicht gespielt hat, dann ist das okay. Oder das Spiel halt mehrere Jahre lang jetzt den ersten Teil vielleicht. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Mach ich. I know. Bon, bon, bon. Jump, jump. Jump. Ihr merkt es vielleicht an, meine Stimme ist ein bisschen kratzig, bin ein bisschen erkältet. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Die bösen Templer. Wow. Kann ich dich durchsuchen? Oh. Hier musst du nur über den Abgrund springen. War das jetzt auch ein Luftattentat? Ich glaube nicht. Hier ist doof.